Gewinne, eine Runde geht noch, komm, scheiß auf alles. Ich bin so cool. Oh Gott, meine Festplatte läuft gerade so voll. Widerlich. Widerlich ist das. Aber egal, ich bin halt cool, weißt du? Und wenn man so cool ist wie ich, dann kann man halt auch mal manchmal in so einen Bioladen gehen und da auch mal ein McRib bestellen. Das ist alles nicht so. Oh, ich bin tot. Oh nee. Oh. Das war meine Interpretation von einem Vegetarian Gluten-Free Vagina Veganer, der gerne McRibs isst. Nein! Wollt ihr nochmal hören? Okay, warte. Der Berliner Vegetarier Gluten-Free Vagina Lacto-Ovarianer. Ich bin ja in Berlin groß geworden. Und ich hab da oft. Hab ich da. Ja, ich wollte was essen und dann nicht Gluten-Free. Ach Gott, tut es weh. Ist zu krampfig. Ist zu krampfig für den Hals. Das kann ich nicht machen. Tut mir leid. Aber ich kann eine Gustel machen. Nee. Ist das vielleicht eine Figur, die ich bald hinzufügen werde? Dieser Behinderte, dieser Mensch, den ich eben versinnbildlicht habe mit einem Saft aus einem leckeren Schluck Kind? Bitte! Kann ich jemand sterben irgendwie? 32 in 2 Hits? Warum habe ich die Hostage genommen? Wisst ihr, wir hätten das Ding gewinnen können. Aber jetzt gewinnen wir das Ding. Was? Nein, du holst jetzt nicht die Runde, Ghost. Ich bring dich um. Ghost, wehe. Nein. Ich hau auf... Nee, ich kann nicht auf den Tisch hauen. Ich hab das Stativ letztens schon kaputt gemacht. Ich mach irgendwas. Nice, ich muss es nicht machen. Ich wollte nämlich gerade meinen Code naschen. Nee, wollte ich nicht. Behindert? Come on, let's go! Okay, also Killer, wir haben dafür jahrelang trainiert. Wir werden diesen Kindergeburtstag wunderschön machen. Clown-Brigade, seid ihr bereit? Alle ins Auto. Ich bin gerade zu behindert, um richtig zu spielen, weil ich so einen Scheiß mache. Aber ich fühle es halt gerade voll. Ich hab's richtig im Urin gerade. Man könnte es richtig nachweisen im Urin. Also können wir bitte mal irgendwie irgendwas machen? Achtung, geh mal weg. Ich bin gluten-free. Es ist alles gut. Ah. Ist alles gut. Nein, hört doch auf, immer die AFKler zu kicken. Wie gesagt, vielleicht ist er jetzt einfach gerade, stellt euch vor, manche Leute haben so Späße wie Funkmäuse. Vielleicht ist er in einem Funkmaus gerade leer gegangen, er muss Batterien holen. Vielleicht hockt gerade eine Frau am Tisch, wisch, und macht sauber. Oder irgendwas, vielleicht ist er nur kurzzeitig diese Runde AFK. Warum kickt ihr direkt? Ich hab's schon mal gesagt, man verliert einen stummen Spieler und gewinnt eine labernde Labertasche. Wer mal vom Teufel spricht, du laberst doch! Wer war das? Am Spawn? Was? Am Spawn? Bitte nein. Das hast du bitte nicht ernst gemeint. Du hast es nicht im Ernst so geschrieben. Du bringst es doch nicht deinen Kindern bei, sonst wirst du nämlich jetzt zwangssterilisiert und zwangsgeschlachtet. Vorsichtshalber geschlachtet. Ey, das wäre ultra gut, wenn man einfach Leute, die gewisse Kriterien nicht erfüllen, sagen wir mal Freundlichkeit, Umgang mit Menschen, auch Intelligenz, alles mögliche, einfach so, man entwickelt so ein Profil, da gibt es Leute, die fallen einfach drunter, ne? So richtige Dummassis. Wisst ihr, die jeder hasst. Wo jeder denkt, oh, wie unangenehm. Ah, ich will nicht, wenn man so jemand auf der Straße sieht, wo man sofort denkt, nah. Wenn so Leute direkt geschlachtet werden würden. Lass mich ausreden. Dann hätten wir, Menschenfleisch ist natürlich genießbar, wie jeder weiß, schmeckt auch sehr, sehr gut, ich bin mir sicher. Ich würde es sau gerne mal probieren. Dann hätten wir ultra viel Fleisch für zum Beispiel die Flüchtlinge, für generell Leute in Hungersnöten. Die ganzen Vollidioten wären weg. Ey, das wäre ein Paradies. Frau Merkel, kannst du denn etwas machen? Bitte. Ich sag mal, man könnte diese Notschlachtungen ja auch auf ein oder zweimal im Jahr runterdrehen. Oh mein Gott! Scheiß die Wand an, habt ihr das gesehen? Ich geh mal rein. Oh mein Gott, ich geh wieder raus. Aber ich überleb's natürlich nicht. Was habe ich gemacht? Ich rede ja über Notschlachtungen und werde selbst notgeschlachtet. 1, 2, 3 Leute da. 4. Und ich komm's rein. Hat jemand von Ihnen vielleicht eine Pizza? Puh! Der macht's jetzt. Der macht's jetzt. Der macht's nicht. Der macht's jetzt da unten. Der macht's jetzt. Haben wir nicht noch einen gehabt? Oh, das ist der letzte. Der macht's nicht. Der macht's nicht. Halt deine Waffe, renn weg! Save die Waffe! Du hast eine AWP, der hat irgendwie nur so eine Kack. Okay, hat sich gelohnt. Aber trotzdem. Eine Eco noch und dann bin ich sowas von wieder am Start. Ach, dieser scheiß Schalldämpfer. Ich hasse Schalldämpfer. Dem habe ich's gegeben. Der hockt hinter der Tür. Weil er Angst hat. Ich mach einfach die Tür zu. Wenn jetzt einer man! Er braucht doch rauszukommen. Ja! Erstmal ein Loch in die Tür geschossen, dass ich reingucken kann. Und jetzt, wuh, hey. Und jetzt, wuh. Und jetzt, wuh. Hey, man kann ja nicht mehr stehen. Warum hast du das mit der Tür jetzt gemacht? Warum hast du das aufgemacht? Ja, Leute, das sieht irgendwie gerade nach unserer Zeit aus hier gerade, ne? Jetzt gehen wir mal rein. Hier, ich gehe mal in den Schacht rein. Oh, jetzt haben wir gewonnen. Nice. This is it, let's go. We're gonna do this quick, fast, and impressive. I wanna see headshots all the time, like this. Nice, like, mm-hmm. And yeah,
And then I want to see some pussy wussies and I can't tell you anymore. Because you have to play like a pro. Because I'm a pro. Like I'll play like a pro. Is it cause I'm cool maybe? Was macht ihr denn? Ah, aber oben im Schacht, ne? Der Bunker, der verschlissen, ne? Nicht mit mir. Hab wenig Kills gemacht bis jetzt, aber ich finde, ich habe das Team trotzdem gut unterstützt. Ich habe da so eine 2 stehen bei meinem Namen. Ich bin nämlich schon Rang 2. Ich bin schon 9 Jahre alt. Oh nein, nicht runterfallen, kurz im Ohr. Oh Gott, hat mich gerade im Ohr gejuckt, als wäre mir ein Wurm hineingekrabbelt. Hört mal auf, an den Fenster zu campen, ihr sollt, das macht echt keinen Spaß. Aber so gewinnen wir halt auch die ganze Zeit. Kann ich auf die Dinge? Yeah! Wow, mach mal die Tür zu! Alter! Wo ist der Tee? Nein! Von unten, fuck. Nein, warum gehe ich hin? Warum bin ich nicht rechts gegangen? Ich weiß es nicht, ich wollte rechts gehen. Ich habe gerade eben noch gedacht, jetzt drücke ich auf D. Mein Hirn hat schon so, drück mal auf D. Und was mache ich? Ich gehe lieber auf A, um zu verrecken. Also ich drücke auf A, auf die Taste A. Ja? Naja, jetzt kommen sie wieder angekrochen. Was für ein A ist... Geiseln. Oh, es ist schön, im Windteam zu sein, aber man merkt auch, dass das Windteam schon stark von mir, also mich ausmacht. Also, dass ich das Windteam schon geformt habe. Ja? Ich muss mir noch in meinem Bioscript, ich muss es noch erweitern mit der 7 vielleicht, für die AUG. Weil so eine AUG-Klasse wäre schon edel. 1, 2, 3, puh. Ich will dieses Overwatch mal machen bald. Aber dafür muss ich erst noch Captain Han Solo werden, damit ich das machen darf. Man muss irgendwie 2, 3 oder 400 Matches, also die Matches, die ich noch nicht spielen darf, gewinnen. I think he's dead. He's fucking dead. My God, he's dead. He was a good man and lived a good life. Now he's dead. He's dead and gone. Scheiße, wo ist der? Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Okay, die werden ultra zermalmt, weil unsere Mates andauernd oben am Fenster stehen und die schon wegklatschen am Anfang. Ist schon echt eine Zermürbung, aber was soll man machen? Na, als Terror am liebsten Office. Office ist schön gemütlich. Da kann man eigentlich gut decken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alle schon tot, nur einen geholt. Schade. Schon haben wir gewonnen. Haben wir komplett gewonnen? Nee, noch nicht. Matchpoint jetzt. Aber nach der Runde muss ich aufhören. Das Licht versagt schon langsam da von hinten, also die Tageshelligkeit. Meine Aufgabe ist jetzt, da oben eine Granate durchzuschmeißen und ich schaffe es jetzt. Ach ja, kann man jetzt fast Weapon Switch eigentlich ausschalten? Bis jetzt habe ich nur den Tipp angenommen von Big Wall in meine Facecam da links hinzumachen. Danke nochmal, Big Wall, das war echt ein guter Plan. Aber den anderen Tipp mit dem statischen, beziehungsweise nicht dynamischen Fadenkreuz habe ich noch nicht gemacht. Hallo. Ich war ultra schlecht, aber die sind halt auch wohl voll verzweifelt. Also, Ich hab nicht verdient zu leben! Ich hab nichts verdient! Ich hab gar nicht verdient, überhaupt das Spiel spielen zu dürfen. So schlecht, wie ich gerade eben war. Unglaublich, Frau Hansen. Unglaublich. Also das war schwach, oder? Ich gehe hin, ich zoome doppelt ein, hol da die Millionen Jahre Zeit, aber ich treffe ihn nicht, weil ich zu behindert bin. Und dann gehe ich nochmal hin, um mir noch eine Kugel einzufangen, weil es Spaß macht. Ist noch eine Runde. Geil, komm. Ich will eine MP. Nee, will ich nicht, ich will AWP. Das war keine schlechte Idee von denen, hier unten jetzt durchzurushen, weil wir haben mit AWP natürlich einen Nachteil, wenn alle AWP haben, wenn die plötzlich gerusht kommen, aber es war halt einfach nicht gut umgesetzt. Alter, ich bin gerade voll überfordert. Ich bin voll überfordert hier. Ja, den letzten Kill. Das war nicht verdient, weil ich gespielt habe wie ein Arsch, aber naja. Also, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.